jetzige Besetzung angeht, in Japan dabei. Denn auch Audenried, Jeckle, Neumeier, Löffler und Ritzerfeld waren im Wettkampf vertreten. Allerdings Löffler und Ritzerfeld haben als 32. und 33. der ersten Runde das Finale nicht erreicht und sind damit ausgeschieden. Wir sehen jetzt den zweiten Durchgang. Wir sehen Andreas Goldberger, der 16. gewesen ist nach dem ersten Durchgang, obwohl er ja in der Startnummer oder in der Startreihenfolge der Drittletzte war, also der Drittbeste in der Punktserie ist. Sehr bestechend wieder seine Haltungsnoten, allerdings hier ein nicht ganz so guter Aufsprung im zweiten Durchgang. Und demzufolge hat er bei 129,5 Metern das Wohlwollen der Wertungsrichter auf seiner Seite gehabt.